Hallo liebe Grillsüchtigen, willkommen zurück. Heute mit dem Prollchef Paramount 430 bzw. Paramount 540. Bis gleich. Also heute mal etwas nicht ganz Mainstream-artiges, die tollen Prollchef-Grills in der Paramount-Version. Das hier ist der Paramount 430 in Schwarz. Dieses Gerät gibt es auch in Edelstahl als Dreibrenner, sowie auch den Vierbrenner, den 540er, es auch in Schwarz gibt. Da hat jeder Kunde dann die Wahl, welche Farbe ihm besser gefällt. Dann wollen wir uns das Gerät mal genauer anschauen. Alle Geräte haben die gleichen Features, außer die Farbe. Äußerlich haben wir einen Unterschied, die Deckel sind ähnlich. Nur haben wir bei den 540er hier noch eine Ablage, wo man Gewürze, seine Bierflasche oder wichtige Dinge abstellen kann. Am 430er haben wir das nicht. Ansonsten hatten alle Grills Metalldrehknöpfe, also kein Plastik, dadurch auch keine Beleuchtung am Grill, an der Bedienung, aber dafür haben wir Beleuchtung im Grill. Die Beleuchtung geht mit 220 Volt. Für den restliche Zündung braucht man eine Batterie für die Infrarotzone und den Heckbrenner. Die Hauptzünder gehen über Piezo. Die Grills bestehen komplett aus dicken Edelstahlrosten. Auch die Ablageroste sind aus Edelstahl. Und hier versteckt ist kein Kochfeld, sondern ein Keramik-Infrarotbrenner, welcher auch über einen Edelstahlrost verfügt, dieser auch höhenverstellbar ist, um immer optimal parat zu sein. Eine weitere Besonderheit sind die Edelstahl-Gussbrenner vom Prollchef. 1,3 Kilogramm, 25 Jahre Garantie auf Durchrostung und Leistung je Brenner 4,2 kW. Apropos Leistung, der Heckbrenner hat 3,5 kW, die Infrarotzone 4 kW. Wenn wir schon bei den technischen Daten sind, die Hauptgrillfläche beim 430er sind 60 x 45 cm, beim 540er 70 x 46 cm. Als Zubehör gibt es für die Geräte noch einen Drehspieß und das war es auch schon im Zubehörbereich, außer dass es noch Gussroste gibt, wer das möchte, oder eine Abdeckhaube. Dann wollen wir mal noch nach den inneren Werten schauen. Was uns auffällt, sind sehr massive, sehr starke Türen mit entsprechenden Befestigungen für Tools, einer Vertiefung für die Gasflasche. Somit darf auch eine 11 Kilo Gasflasche in den Grill, auch während des Betriebes. Und auch hier noch ein Blick in den 540er. Die Roste sind zweiteilig, um sie einfach zu entnehmen und reinigen zu können. Ebenfalls aus Edelstahl sind die Flammbleche. Ebenfalls aus Edelstahl ist die Fettwanne, die nach hinten komplett entnommen wird zum Reinigen. Aber die Zwischenschale, die man öfters reinigen muss, kann man nach vorne entfernen. Das heißt, in der Grundreinigung muss man hinter den Grill, ansonsten reicht zum Reinigen vor dem Grill, muss der Grill nicht bewegt werden. Der Grill hat auch komplett eine Alu-Druckgusswanne. Kurzes Fazit, massive Grillroste, alles Edelstahl, schöne Grillhöhe. Also auch wenn ein Produkt am Drehspieß ist, hat man noch genug Höhe von Rost bis Deckel, dass auch ein entsprechendes Grillgut drauf passt. Der Grill hat richtig Leistung, mit 4,2 kW je Brenner kann sich jeder ausrechnen, wie viel Leistung dass der Grill Gesamtleistung hat. Und so macht das richtig Spaß und mit dem Licht, auch wenn es mal dunkel wird. Das war schon wieder für heute. Alle weiteren Informationen, Bestelllinks, wie immer unten in der Infobox. Und wie immer freuen wir uns über ein freundliches Kommentar und über jeden neuen Abonnenten. Bis bald, euer Grillzentrum.